hierarchisch. Ja, was heißt das? Es ist vielleicht nicht so, das Wort auf Deutsch, es ist nicht so bekannt. So. Doch, hieratisch, also wie ein Fels, wie ein Felsstück, oder wie ist das? Ein Felsstück, aber eher wie eine ägyptische Gestalt, Figur. Ah ja. Und eine Situation von Erwartung, vor allem. Etwas, die wird sich entwickeln. Sind die Grundmaterialien sind alle vorgestellt in diesen 2 Minuten, 35 Sekunden. Das sind Materialien, die werde ich in den nächsten Teilen, keine Sätze, das ist nur ein großer Bogen, eine Art von Ausfilterung, ja, von Grundmaterial. Sie haben gehört, diese ganzen tiefe Schläge, perkussive Schläge, das ist fast mit einem Hammer am Klavier gemacht, also mit gedruckten Tasten, also mit Resonanzen. Bis zum letzten Moment, letzte Teil des Stücks, wo ich und ist, wo der Stile ist Hauptelement wird, finde ich dasselbe Material ganz bearbeitet und ganz zerstört, kann man sagen. Am Ende, ja, am Ende ist ja geht ja diese Stille am weitesten. Diese Stille ist, wie ich hier Sie wissen können, es ist keine leeren Räume, sondern ich wollte also es annehmen eine Bedeutung, die schon viel wichtiger ist, als was die Ereignisse sind. Hm? Ist dieser Zustand, in dem ein Mensch vielleicht nicht mehr sprechen will oder kann, ja, sondern manchmal Pausen sind. Ist das für den Cellisten sehr schwer zu spielen? Für die Cellisten vielleicht der letzte Teil. Das Schwierigste ist, dieses Gewicht vom Publikum ertragen, von Erwartung, von Pausen. Das Stück könnte jedes Mal beenden. Und ich glaube, für mich ist eine Interpretation gelungen, wenn dieses Gewicht macht sich, das kann man diese Stile sehr schwer ertragen. Also, das heißt, also das ist eine Art Balance, die Sie bauen, ja, zwischen dieser gedachten Erwartung der Zuschauer, die ungeduldig sind. Ja, ja. Sie wollen Ereignisse haben. Ereignisse haben, nicht? Kann man so sagen. Und der Musik, ja, ja. Die wie ein Dompteur den Tiger bezwingt. Ja, ja, etwas so. Sie haben gemerkt, dass ich das könnte schon ab hier in jedem Moment beenden. Das ist einfach so wie ich wollte die Aufmerksamkeit wecken in ein anderes Sinn, also dass von Ereignis zu Ereignis, also, die Wichtigkeit des Momentes, hm? Ja. Absolut der Sekunde, der Aufbruch. Es ist im Gegenteil von ganz erste Entwicklung, das ist ein Ablauf, ganz, ganz dicht. Hm? Sie sehen, dass jeder Ton, jeder kleine Ton ist ein Oberton-Spektrum von Streicher bis ich sage, 55 Schichten sind eine Überlapperung, und das hatte ich selber gemacht mit Mischpul und Sie sprachen vorhin von Naturobertönen. Nur Naturobertönen. Nur Naturobertönen. Alles passiert in der Naturtonreihe, aber mit verschiedenen Chordaturen. Das heißt, ich erzeuge Mikrotonalität. Diese Reibungen, können wir sagen, diese innere Schwebungen zwischen Obertontönen. Das kann man etwas so verwenden, Obertöne aus von Streichinstrumenten als fast wie Sinus in der elektronischen Musik. Weil ich dieselbe Erfahrung mit der elektronischen Musik gemacht habe. Das Resultat ist sehr einfach zu erzeugen. Sie wissen, es ist eine Knopfübung. Und das ist dann wie eine universale Orgel. Was passiert? Das Resultat ist eine Art von Verflachung. In diesem Fall, diese innere Vibration, es ist viel reicher. Also meine diese Erfahrung ist, ich habe entwickelt ein System, das sind reine Sechsteltöne.
Sechsten. Sechsteltöne. Ach, Sechsteltöne. Ja, jede Quadratur von jedem Instrument, sagen wir, ich arbeite ganz rein mit Mikrotonalität, aber nicht auf eine Art von Koketterie mit dem Wort Mikrotonalität, sondern wirklich, die Instrumente sind so gestimmt mit einer Analogkeyboard. Sie kennen die Instrumentalisten, einfach nicht D, sondern D plus 33 Cent. Sie wissen, ein Halbton hat 100 Cent. Ja? Dann, wenn jeder Quadratur 33 Cent hat, dann haben wir Sechsteltöne. Sechsteltöne. Nicht Vierteltöne, ja, sondern Sechsteltöne. Ich arbeite ein ganzes Stück mit diesem System für das Thomas. Und sehen wir, die Quadraturen sind bis 12 verschiedene Quadraturen. Und das erzeugt, es ist eine sehr reiche Palette.